Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein Unboxing der Vegan Beauty Basket Box. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Bis dann. Nochmal. Ich habe die Vegan Beauty Basket Box bekommen für den Monat September und die möchte ich gerne mit euch zusammen öffnen. Es kommt immer jedes Mal mit der Vegan Beauty Basket Box eine Zeitschrift mit, die nennt sich Vegan World. Und ich lese mir die sehr, sehr gerne durch, weil man dort auch sehr viele Rezepte, Informationen über vegane Ernährung bekommt. Da werden Produkte vorgestellt, die man vielleicht noch nicht kennt. Und ich freue mich immer jedes Mal auf diese Lektüre. So, dann machen wir die mal auf. Und oh, es verströmt ein ganz, ganz toller Duft mir entgegen. Was heißt jetzt Deutsch? Die Schleife öffnen wir jetzt und ich bin sehr, sehr gespannt und neugierig, weil ich wirklich lange auf sie gewartet habe. Sie kommt ja nicht jeden Monat, sondern alle 2 Monate. Und oh ja, ich freue mich jedes Mal wie ein kleines Kind. Und der erste Blick sieht schon mal super, super gut aus. Das erste Produkt, das ist von Puro Bio Base Ochi Eyelid Primer. Oh wow, ein Eyelid Primer. Made in Italy. Nickel tested. Und ja, da freue ich mich sehr drüber. Ein Augenlid Primer. Ich habe nämlich keinen mehr. Und das kommt dann auch in so einer praktischen, mit einer praktischen Spitze, sodass der Auftrag ein bisschen leichter ist. Ja, ich bin mal gespannt. Ich freue mich da wirklich sehr drüber, gerade weil ich mir sowieso einen Eyelid Primer kaufen wollte. So, und dann kommt hier das, ich glaube, das war das Auswahlprodukt. Es gibt ja die Möglichkeit, sich bei einem Produkt für eine Duftrichtung zu entscheiden. Und ich glaube, das war dieses hier, oder? Ja, das war das hier. Und zwar ist das Black Lavender von der Firma Lima Cosmetics. Und ich habe mir den Duft Lavendel ausgesucht, weil ich ein großer Lavendel-Fan bin. Und ja, ich versuche das mal jetzt eben zu öffnen. Ach ja, hier. Hier ist so eine Öffnung, beziehungsweise es ist quasi eine Schachtel. Oh, das sieht ja toll aus. Es ist eine Box, die man öffnen kann und das ist die Lavendelseife. Das sieht ja richtig toll aus. Und der Duft ist einfach göttlich. Made with deep cleansing antibacterial activated Charcoal Powder. Ich glaube, ich muss doch mal die Produktkarte zur Hand nehmen. Das ist eine Gesichtsseife von Lima, basierend auf pure, hochwirksame Pflanzenextrakte, welche die Haut mild reinigen und pflegen. In der Gesichtspflege ist es besonders wichtig, nur hochwertige Qualitätskosmetik zu verwenden, um die empfindlichen Hautpartien schon zu reinigen. Benutze sie täglich zur Gesichtsreinigung sowie zum Make-up entfernen, also ein Make-up Entferner, finde ich super, super schön. So, das nächste Produkt, das ist ein Carrot Brook, oh nein, ein Carrot Broccoli Chia Oil Superfood for Skin mit Karotte, Brokkoli und Chia. ja, warum ich jetzt mit den Augen rolle, ist, dass ich dass in meiner vorletzten oder letzten Vegan Beauty Basket Box ein Produkt drin war. Und zwar war das ein Shampoo und ein Shampoo und ein Duschgel in einem, und zwar in der Duftrichtung Grünkohl. Und es roch einfach nach Grünkohl. Ich habe mich damit eingeduscht und ich habe gehofft, dass es nicht nach Grünkohl riecht, sondern dass es dann doch einen angenehmeren Duft verteilen würde auf den Körper. Aber nein, es riecht nach Grünkohl. Ich werde es euch hier einblenden
ein Foto von diesem Duschgel, Shampoo von Hands of Veggie war das, genau. Ja, und jetzt habe ich hier ein Öl mit Karotten, Brokkoli und Chili. Ja, ich gucke nochmal in die Produktkarte, was das genau ist. Das sieht auf jeden Fall so aus. Also vom Packaging her sieht das richtig, richtig schön aus. Und das ist halt dieser Glasflakon mit einer Pipette hier oben. Und jetzt schaue ich mal eben, was das genau ist. You and Oil, das ist die Firma. Ein Serum, ein Gesichtsserum. Dieses besonders nahrhafte Serum mit außergewöhnlichen und kostbaren Ölen aus Karotten, Brokkoli und Chia enthält die perfekte Balance zwischen den Vitaminen A, C, E und Fettsäuren. Schon ein kleiner Tropfen Öl verfügt über eine hohe Konzentration biologisch aktiver Pflanzensubstanzen, die bis in die tiefsten Schichten der Haut vordringen. Ich mache das jetzt einfach mal auf, um daran zu schnuppern, und dann kann ich auch sofort sagen, ob ich das anwenden kann oder nicht. Das geht. Also man riecht den Brokkoli nicht heraus, glaube ich. Doch. Doch ein bisschen, aber ganz wenig. Also ich glaube, ich kann das wohl vertragen auf meinem Gesicht und um meine Nase herum. Ja, es ist wie ein Öl. Das ist also nicht so wie ein Serum, wie ich das kenne. Es ist schon etwas öliger, aber vom Duft her ist das sehr, sehr angenehm. Gott sei Dank. Dann habe ich hier eine Flasche Deep Water Cleanser. Also auch wieder ein Reiniger. Hydrating Micellar Water, also ein Micellenwasser von der Firma Dabba. Mal nachschauen. Dabba, genau. Und zwar ist das ein Micellenwasser, das entfernt unreiten Make-up und sanft und reinigt sanft das Gesicht, während es der Haut Feuchtigkeit spendet und sofortiges Komfortgefühl bietet. Basierend auf hydratisierender Sanddornfrucht und Blattwasser, Hyaluronsäure und verjüngendem Komplex aus Pflanzenextrakten. Ja, hört sich sehr gut an. Ich nutze Micellenwasser sehr gerne. Im Moment habe ich das von Eucerin in Verwendung und bin auch super begeistert. Vom Duft her ist es auch ganz okay. Riecht doch etwas pflanzlich. Also bei den normalen Micellenwasser ohne Parfum, die riechen eigentlich sehr neutral. Das riecht etwas pflanzlich. Da ist so ein leichter Pflanzengeruch drin. Und vom Packaging her finde ich das auch sehr, sehr schön, ganz in Schwarz. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es dabei war. Ich habe hier ein Säckchen noch in dem Päckchen gehabt. Ein Säckchen, was ist denn da drin? Moa, von der Firma Moa. Bambus Gesichtstuch in Hanfbeutel. Das superweiche Bambus-Gesichtsreinigungstuch, ist vielseitig einsetzbar und besteht aus 70% Bambus und 30% Baumwolle. Bambusfasern sind von Natur aus antibakteriell und das Material zählt zu den umweltfreundlichsten überhaupt. Ui, das freut mich sehr. Also ich wollte mir schon einen von DM holen. Da gibt es ja auch so Gesichtsreinigungstücher, bin ich noch nicht zugekommen. Und deswegen freue ich mich wirklich sehr, dass das dabei ist. Und dann hier in diesem hübschen Hanfsäckchen finde ich super, super klasse. Ja, das war's. Also das waren alle Produkte, die in der Vegan Beauty Basket Box drin waren. Und ich muss sagen, ich bin super begeistert. Die hat mir wieder sehr gut gefallen. Die letzten Boxen haben mir auch alle sehr gut gefallen. Die verlinke ich euch einfach in dem i, meine Playlist der Vegan Beauty Basket Box, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Und ansonsten in der Infobox. Und ich werde das Abo auf jeden Fall noch weiterlaufen lassen. Und ich freue mich immer jedes Mal wie Bolle auf die Vegan Beauty Basket Box. So. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.